Margaret, natürlich, dass du auch da bist. Das ist so schön, ja. Ja, wir gedenken natürlich auch an unseren lieben Bruder, der auch ist, wo ist er? In Rea, gell, jetzt? In Rea, in Bad Trappenau, ja. Werden wir dann für ihn auch beten noch, ja, dass Gott ihn vollkommen wiederherstellt, eine OP gehabt, Hartmut. Ja, danke einfach dem Herrn, dass er so gut ist. Es geht heute, wir haben ja heute gemeinsam das Abendmahl und auch diejenigen, die uns zuschauen im Livestream, ihr könnt uns natürlich auch anschließen. Ihr könnt mit uns zusammen das Abendmahl heute auch feiern. Ihr könnt auch vorbereiten Brot, Wein oder auch Traubensaft. Wir haben das heute aus hygienischen Gründen auf diese Art und Weise. Muss man ein bisschen aufpassen beim Aufmachen, merkt ihr schon, ja, dass man sich nicht bekleckert. Ja, das machen wir. Es geht heute natürlich um das Abendmahl. Es geht heute um Jesus, auch das, was auch gesungen worden ist, für das, was er für uns getan hat. Es geht um das Zeichen des Blutes. Das Abendmahl ist ja keine kirchliche Erfindung. Wir haben das nicht erfunden. Das hat keine Kirche eingeführt. Wer hat das Abendmahl eingeführt? Wer weiß? Jesus hat es eingeführt, ganz genau. Es ist ja so, dass Jesus hat sich ja kein Denkmal gemacht, er hat keine Pyramide gebaut, dass alle dann an das sehen und sich an ihn erinnern. Ja, wir sind diejenigen, die das immer wieder in Erinnerung rufen sollen. Deswegen ist das Abendmahl auch dazu da. Und Jesus hat es eingeführt und das lesen wir auch zusammen. Und jetzt mal in Lukas 22 und einen längeren Abschnitt ein bisschen, aber schauen wir mal gemeinsam das Abendmahl, wo Jesus mit seinen, das Passamahl zuerst natürlich, was Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat und dann natürlich das Abendmahl. Lukas 22 von 1 bis 20. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn heimlich umbringen könnten, nämlich Jesus, weil sie ihn nicht akzeptierten als den König, als ihren Messias. Denn sie fürchteten sich, das Volk. Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wurde und aus der Zahl der 12 war. Das ist derjenige, der Jesus natürlich ja, verraten oder verkauft hat. Für wie viel Silberlinge, wer weiß das? 30, ja. Das ist eine Prophezeiung in einer Erfüllung aus dem Alten Testament. Und er ging hin und besprach sich mit den Hohepriester und den Hauptleuten, wie er ihn aus den sie überlieferte. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Es kam aber der Tag des Festes, der ungesäuerte Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passahmahl, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in eine Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt, folgt ihm in das Haus, wo er hingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Herr oder der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann. Und jener wird euch einen großen, mit Polster ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es so, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passahmahl vor. Und als die Stunde gekommen war, legten sie sich zu den Tischen. Früher war das ja nicht so, dass man sich zu den Tischen setzte, sondern man hat sich da so halb hingelegt und man hat auch diese Kissen gehabt, ja, damit es den Ellbogen nicht so wehtut, ja. Es gibt auch heute noch in manchen Plätzen so, dass man in dieser Art und Weise ja, isst. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehen, dieses Passahmahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis erfüllt sein wird im Reich Gottes. Das bedeutet, wir werden auch in der Ewigkeit das Abendmahl halten. Amen. Gemeinsam essen, ja? Hallo? Bis erfüllt sein wird im Reichen Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch,
nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ja. Das Abendmahl hat ja viele Aspekte, wo man darüber auch sprechen kann. Und einige Punkte möchte ich ein bisschen erläutern. Als allererstes ist wichtig, dass Jesus es eingeführt hat, damit wir immer wieder uns daran erinnern sollen, dass was er für uns getan hat, das, was über 2000 Jahren geschehen ist, dass er für uns auf diese Erde kam, damit wir diese Möglichkeit haben, ewiglich mit ihm zusammen zu sein, als eine große Familie. Hallo, wir sind eine große Familie. Ja? Wir sind ja nicht nur hier in diesem kleinen Raum, sondern es gibt eine riesengroße Familie, ja, und einen riesengroßen Leib, dessen Haupt Christus ist. Amen. Und dazu gehören wir auch, ja. Und das ist etwas Wunderbares, ja, schon jetzt sich zu freuen, dabei zu sein. Wir wissen, dass das Leben so schnell geht. Die Zeit läuft ja immer so hin, so schnell dahin. Und kaum hat das Jahr angefangen, ja, schon haben wir diese Nacht die kürzeste Nacht gehabt. Und jetzt wird einfach die Nacht immer länger und der Tag wird immer kürzer, ja, das wisst ihr doch, ja, das war jetzt in dieser Nacht, haben wir natürlich gar nicht acht gegeben, aber das ist einfach so, ja, und schon langsam müssen wir uns auf den Winter vorbereiten, wobei wir auf den Sommer noch nicht richtig genossen haben, ja, die Zeit rennt einfach so dahin, das ist einfach so, ihr Lieben, und da bin ich so glücklich, dass es eine Ewigkeit gibt und dass wir als Familie Gottes dazugehören werden und dass wir gemeinsam, ja, uneingeschränkt, ja, gemeinsam, ja, dass das Abendmahl mit Jesus feiern werden, gemeinsam Gemeinschaft haben wir. Ich hoffe wir natürlich und wir beten ja auch, dass sich auch die Lage hier auch jetzt verändert mit dieser Corona-Epidemie. Ja. Als allererstes ist so wichtig, ihr Leben. Ja. Gott ist so groß und es ist so wichtig, dass wir ihm dafür danken, denn er hat es ja ermöglicht, ihr Leben, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Deswegen ist das Abendmahl ein wichtiger Punkt im Abendmahl, natürlich das Danken, ja, dass wir Gott dafür danken, dass er es ermöglicht hat, dass wir überhaupt zu der Familie Gottes gehören, dass wir in aller Ewigkeit gemeinsam sein dürfen und da gibt es kein Auseinandergehen und wir werden wieder jung sein, Margaret, wieder jung sein wie Jesus, wir werden ihm ähnlich sein und ich habe euch schon erzählt, dass ich meinen Vater nachdem er gestorben ist, in dieser Nacht gesehen habe. Das war eine Vision, die ich, und er war jung, ungefähr wie 30 Jahre alt, und ich konnte lange nicht einschlafen. Als ich einschlief, dann verschwand das Fenster und die Tür, und ich sah meinen Vater auf mich zukommen, und er nahm das Wasser und bespritzte mich noch. Das war richtiges, normales, süßes Wasser, das hat meine Frau auch noch geschmeckt, ja. Und ich war so froh, ja, ihn zu sehen, dass er so gelacht hat und sie so erfreut hat, das war so wie ein Frieden in meinem Herzen. Ja, es gibt eine Auferstehung, es gibt ein Leben nach dem Tod und das ist erst der Anfang, ihr Lieben. Und da ist es so gut, dass wir einen Halt haben in Christus, eine Hoffnung haben auf die Ewigkeit. Und deswegen ja, geht es darum, dass wir natürlich Jesus besonders danken. Jesus hat eine besondere Art vom Danken gehabt, selbst die Emmaus-Jünger lesen wir, dass sie ihn erkannten an dem, wie er dankbar gewesen ist. Ja. Es ist wichtig, dass wir als Christen an dem erkannt werden, dass wir dankbare Menschen sind. Hallo, schubst mal deinen Nachbar, ja. Sei doch ein bisschen mehr dankbar. Ja. Das ist so wichtig, es gibt heute Menschen, obwohl es ihnen gut geht, gar nicht dankbar. Vor allem wir als Christen, als Gläubige, sollen Gott dankbar sein. Es könnte auch anders sein in der Zeit, wo wir leben. Dass es uns so gut geht und dass wir alles hier im Leben genießen dürfen, dass es uns so gut geht und wir das Vorrecht haben, genauso zu leben wie alle anderen Menschen, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Es könnte anders sein. Wir könnten genauso wie die Ägypter damals in Ägypten, das Volk Israel, in Sklavereien sein. Eine kleine Hütte, eine Lehmhütte, natürlich, ja, hättest du keinen tollen Wagen und müsstest dann das essen, was du bekommst und so weiter. Es könnte anders sein. Wir müssen zugeben, wir befinden uns in einem fremden Land. Wir sind Fremde hier. Wir sind hier die Ausländer. Und trotzdem, dass es uns so gut geht und dass Gott uns einfach das Leben genießen lässt, ist ein Geschenk Gottes. Und da sollen wir wirklich ein dankbares Herz haben und als Christen immer einen Grund zu finden, zu danken. Egal, wie das ausläuft, oder? Hallo? Das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Es könnte wirklich anders sein. Und ich wundere mich, dass es uns so gut geht als Christen hier. Obwohl wir in einem feindlichen Territorium befinden, ja, obwohl wir hier nicht rechtmäßige Bürger sind
ja, auf dieser Erde, sondern wir sind nur Fremde und wir haben einen Feind, der uns verfolgt, hat Gott uns dennoch einen Raum gegeben, wo er uns beschützt. Ja? Das ist das, was wir lesen auch bei Hiob. Ja, dem geht es gut, weil du ihn beschützt hast. Weil Gott uns einfach beschützt und wir uns einen freien Raum gibt. Und das können wir genießen und einfach das Leben so führen, wie wir das führen. Es ist nie selbstverständlich, ihr Lieben. Ja? Das ist so wichtig, dass wir ein dankbares Herz haben. Und das ist auch wichtig, dass alles, was wir zu uns nehmen, auch das alles, was wir auch essen, dass wir es vor allem mit einem dankbaren Herz nehmen. Ja? Das Geschöpf Gottes ist gut und ist nichts verwerflich, wer sich jemand bestimmten Sachen entzieht. Das ist seine Überzeugung, aber allgemein kannst du alles essen. Ja? Wenn es mit Danksagung empfangen wird, das lesen wir in 1. Timotheus 4. Jeder kann natürlich sich entscheiden, was er isst, aber... Und da heißt es ja auch, dass dadurch, dass wir ein dankbares Herz haben, eine Dankbarkeit leben, gibt es eine Möglichkeit, dass Gott uns einen Weg zeigt, wie wir durch das Leben. Gott mag Menschen mit einem dankbaren Herz. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und ich bahne ihm einen Weg, heißt es da. Ihr Lieben, wenn du irgendwo in eine Sackgasse gelandet bist, bist du vielleicht nicht so sehr dankbar Gott gewesen, was in der Vergangenheit war. Hattest du vielleicht ein undankbares Herz? Es ist höchste Zeit, dass du aufstehst, für alles dankst, ja, was der Herr, dein Gott, in deinem Leben tut und getan hat. Und ich werde ihm das Heil Gottes sehen lassen. Psalm 50, das ist euch allen bekannt. Ja. Das ist so wunderbar, dass Gott uns einen Weg bahnt und zeigt. Dankbarkeit, wissen wir auch, bewahrt uns von geistlicher Verwirrung. Es ist immer voll, die Menschen... Man hört das immer in psychiatrischen Kliniken, werden immer Menschen, mehr und mehr Menschen eingeliefert, die ein bisschen durchdrehen sozusagen. Ja, da sind wir Gott dankbar, dass wir einen klaren Verstand haben. Aber undankbares Herz bewahrt uns auch von geistlicher Verwirrung. Und wir lesen zum Beispiel bei Nebukadnezar, wo er sich gebrüstet hat, habe ich nicht das alles gemacht und erreicht und so weiter. Ja? Und dann wissen wir, dass er auf 7 Jahre richtig dumm gewesen ist. Ja, und richtig verwirrt worden ist, dass er das Gras gefressen hat, wie alle anderen Menschen, bis er der Verstand hat, lesen wir, kam zu ihm wieder zurück, das lesen wir in Daniel Kapitel 4, ja, und dann heißt es, ich rühmte und verherrlichte den ewigen lebenden Gott, der Herrschaft ein ewiges Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation wäre. Dann fing er an, Gott zu danken. Ja, früher hat er sich gebrüstet, dass er das alles aufgebaut hat. Ihr Lieben, das ist alles eine Gnade und ein Geschenk Gottes, das, was du hast und was ich habe. Das müssen wir begreifen, ja. Dass Gott es einfach ermöglicht, dass wir so in so einem wirklich, ich sag mal so, Luxusleben dürfen, wobei es viele Menschen das nicht haben. Und da ist es wichtig, dass wir ein dankbares Herz haben. Weil sie Gott kannten, heißt es in Römer 1, ja, und weder als Gott verherrlicht noch ihm Dank darbrachten, sondern ihren Überlegungen Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Menschen, die einfach undankbar sind, werden einfach verfinstert und ihr Verstand wird verwirrt. Ja, und das ist deswegen Dankbarkeit, bewahrt uns ja, von dieser geistlichen Verwirrung. Das Lamm, ihr Lieben, ist würdig von uns zu nehmen, haben wir auch gesungen. Ja, Ehre, Preis, Dank und Anbetung für das, was Jesus für uns getan hat. Ihr Lieben, ich denke, das wird uns erstmal bewusst werden, wenn wir die Schwelle des Todes überschritten haben und wenn wir dort an der anderen Seite sind. Natürlich hier gibt es noch Probleme, Schwierigkeiten, auch jetzt die Zeit, in der wir leben, ja, hat das mit sich natürlich, dass wir einige Zeit oder einige Sachen nicht so ja, genießen und leben dürfen. Aber es wird vorbei sein, ihr Lieben, und wir werden dann mit dem Herrn, ja, und wir werden dann dort begrüßt werden, ganz anders als hier. Ich habe auch eine Geschichte erzählt von einem Missionar, der unterwegs war von Europa nach Amerika, könnt ihr euch vielleicht erinnern, ja, und zufällig war auch der amerikanische Präsident da. Und als sie dort angekommen sind, hat man diesen roten Teppich, den Präsident, mit Spielen und alles Mögliche, ja, wurde der Präsident begrüßt. Und mit der arme Missionar kam natürlich runter und keiner hat auf ihn Acht gegeben. Da hat er sich wirklich aufgeregt und hat gesagt, Herr, wie ist das möglich? Ich habe mein Leben dir geweiht, ich habe mich entsagt von allen möglichen Dingen und man gibt mir nicht mal Acht, als dieser Präsident hier wieder begrüßt wird. Dann hörte er innerlich eine Stimme in sich, du bist noch nicht zu Hause. Ja. Es ist einfach nicht unsere Heimat. Und wenn wir dort ankommen, da werden wir begrüßt. Das glaubt ihr auch. Die meisten
Menschen, die diesen durch klinischen Tod starben und wieder zurückgekommen sind, erzählen von dieser wunderbaren Begrüßung, wo die Verwandten, alle Gläubigen zu dir kommen und die Engel und Jesus Christus dich begrüßen. Ich weiß nicht, ob da einen roten Teppich geben wird, aber höchstwahrscheinlich vielleicht die Straße aus Gold. Oder? Noch viel besser. Wir werden da begrüßt, ja, auf jeden Fall. Aber hier sind wir einfach Fremde und man gibt auch auf uns nicht acht, so auch Jesus ja auch nicht acht gegeben worden ist und man hat ihn nicht geachtet. Aber es gebührt ihm alle Ehre, Lob, Preis und Anbetung, heißt es hier in Offenbarung 5. Ja, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig von uns natürlich zu nehmen, diese Ehre und Dank und Beten. Das Zweite ist natürlich wichtig, das Abendmahl, dass wir uns immer wieder daran erinnern, weil es gibt keinen anderen Anhaltspunkt, was Jesus zurückgelassen hat, wie es berühmte Menschen sich einfach ja, Denkmale gesetzt haben. Jesus hat nichts zurückgelassen. Einfach nur das Abendmahl, an dem er einfach uns es anvertraut hat, damit wir immer wieder uns daran erinnern, was hat er getan. Es gibt ja viele berühmte Menschen, die vieles getan haben, die vieles Gutes gemacht haben, an denen man sich heute erinnert. Man hat ihnen Denkmäler gemacht und alles Mögliche oder Pyramiden für den Pharao gebaut und so weiter, ja, damit man ihn nicht vergisst. Aber Jesus hat ja nichts zurückgelassen, als nur das, dass wir uns am Abend mal an ihn erinnern, was er für uns getan hat. Und das, was er getan hat, ihr Lieben, ist das Größte, was je ein Mensch tun kann. Er versöhnte uns mit dem himmlischen Vater. Und da ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, weil wir ein Menschen vergesslich sind. Ja? Nicht nur die älteren Leute, sondern auch jüngere Leute sind vergesslich. Ja, diese Woche habe ich sogar vergessen, dass wir Hochzeitstag hatten. Meine Frau hat mich erinnert. Ja, das ist schlimm, gell? Ja. Ja. 38 Jahre sind wir zusammen, preis dem Herrn. Und da ist es gut, ja, da ist gut, wenn meine Frau hat, die dann mich einfach erinnert. Und dann sind wir doch in der Stadt gegangen, haben uns noch einen schönen Tag gemacht. Aber hat mir nicht besonders gefallen, diese Menge von Menschen da in der Stadt, ja, war ich schon lange nicht dort. Ja, aber der Herr ist wunderbar, ja, preis dem Herrn. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir, ich mache ja auch nichts anderes, als euch an bestimmte Sachen einfach zu erinnern, damit ihr dem Herrn dankt und dass wir gemeinsam auch das Abendmahl heute auch nehmen für das, was Jesus getan hat. Nun hütet euch, dass eine Seele bei euch gefunden wird, da das vergisst, was eure Auge gesehen hat. Das lesen wir in 5. Mose. Und dass sie nicht aus deinem Herzen schwindet alle Tage deines Lebens und du sie deinen Kindern, deine Kindeskinder weiter erzählen, damit das nicht vergessen wird, was Gott an dem Volke Israel getan hat. Und das ist auch nichts anderes, wenn uns jemand fragt, ja, was macht ihr heute, was ist das Abendmahl, was ist denn das für eine Sache, dann können wir erzählen. Ja, genauso wie auch damals die Eltern ihren Kindern erzählt haben, wir waren früher in Ägypten, wir waren Sklaven über 400 Jahren und Gott hat uns herausgeführt und hat uns diese Freiheit geschenkt. Es geschah auch nichts anderes, nur im geistlichen Sinne sind wir Sklaven der Sünde gewesen, fern von Gott. Und erzählen den Menschen weit, warum wir das Abendmahl halten, weil wir uns erinnern, dass Jesus einen hohen Preis bezahlt. Er hat uns befreit von der Sklaverei der Sünde. Hallo, das ist so wichtig. Wir müssen begreifen, dass ein Mensch nicht sündigt, weil er sündigt, sondern er sündigt, weil er ein Sünder ist. Er hat eine sündhafte Natur durch den Adam und es gibt niemand von uns, der besser ist wie der andere. Und deswegen sollen wir uns immer wieder erinnern, Jesus hat für uns alles bezahlt, damit wir dieses Geschenk annehmen können. Amen. Ja, das ist so wichtig, dass wir uns einfach immer wieder, ja, und deswegen heißt es ja auch beim Petrus, lesen wir, deshalb will ich Sorge tragen, 2. Petrus 1, euch immer alle Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und bei euch vorhanden Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken und immer wieder zu erfrischen, dass wir das nicht vergessen, was Gott für uns getan hat durch Christus. Und das ist nicht wenig. Hallo? Amen. Wir dürfen für alle Ewigkeit zu der Familie Gottes gehören. Natürlich gibt es noch andere Aspekte im Abendmahl, wie zum Beispiel das Bundeszeichen, die Artikel, Luther übersetzt mit Testament, dass es ein Bundeszeichen ist, dass Gott mit uns einen Vertrag gemacht, einen Bund gemacht hat und dieser Bund gilt für alle Ewigkeit. Ja, und dann natürlich auch lesen wir, dass wir auch einen Auftrag dadurch bekommen haben und welchen Auftrag haben wir bekommen, uns zurücklehnen und das Leben genießen, ja. Ja, lehnt euch zurück und genießt das Leben, hat Jesus gesagt. Ja? Macht gar nichts. Ja?
Was hat Jesus gesagt? Erzählt es bitte allen Menschen. Und das ist dieser Auftrag, den wir haben, ja, das, diese frohe Botschaft zu verkündigen. Menschen, die Jesus nicht kennen, das ist gerade auch für die, die vielleicht jetzt zuschauen, dass du das begreifst. Du darfst zu der Familie Gottes genauso gehören wie jeder Einzelne auch anderen. Denn Jesus hat für uns diesen Preis bezahlt. Und das ist es ein Verkündigungswert, dass wir den Menschen sagen, es gibt Hoffnung. Letztes Mal habe ich erzählt, dass bei unserer Gegend sich 7 Menschen das Leben genommen haben. Das ist schon heftig. Wobei nur 3 Menschen von Corona gestorben sind. 7 Menschen haben sich das Leben genommen. Das ist einfach so, dass manche Menschen keinen Halt haben. Und da können wir ihnen diese wunderbare Botschaft verkündigen, was Jesus für uns getan hat. Wir haben einen Auftrag. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Dieser Auftrag bleibt alle Zeit. Ja. Und jeden Tag haben wir diesen Auftrag, immer wieder zu erinnern, euch zu erinnern, ja, wenn wir jetzt neue Woche hineinkommen, ja, dass du die Möglichkeit nutzt. Ja, das heißt nicht, dass du jeden Fußgängerweg ansprechen sollst. Ja. Sonst werden sich vielleicht noch einbuchten dort in Weinsberg. Ja. Ja, sondern wenn du die Möglichkeit hast, dass du wirklich den Menschen sagst, ja, von dem, was in deinem Herzen vorgeht. Es gibt noch eine Bedeutung, und zwar, dass wir eine Gemeinschaft haben. Und zwar Gemeinschaft mit Jesus Christus auf geistlicher Ebene. Da gibt es keine Corona-Leben, da brauchst du keine Angst haben. Im Geiste sind wir alle als Familie verbunden. Hallo, auch wenn es die Möglichkeit jetzt nicht ist, dass wir uns wieder umarmen, aber oh Gott, schenkt Gnade, dass es wieder so ist, dass er diesen Virus vertreibt, dass er abstirbt im Namen Jesus und alle sagen Amen, dass wir wieder diese Freiheit haben, ja, uns auch gemeinsam zu essen und gemeinsam uns zu umarmen als Geschwister. Die Gemeinschaft natürlich mit Jesus Christus verpflichtet uns, ja, dass Gott uns einfach ja, auch gesagt hat in seinem Wort, dass wir auch dass diese Gemeinschaft mit ihm auch so bestimmte Verpflichtungen uns führt als seine Kinder. Kolosser 3 lesen wir zum Beispiel, wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was auf Erden ist. Ja? Ha? Wer hat Nein gesagt? Jemand hat aufgepasst, die anderen haben geschlafen. Ja? Mann, haben wir die Bibelstelle? Kolosser 3, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Oh, das ist schwierig für uns. Wir suchen ja das meiste, was hier auf Erden ist. Ja? Das Droben, das wird für uns problematisch. Ja? Nicht das, was auf Erden ist. Warum? Denn das Sichtbare wird vergehen, das Unsichtbare wird. Ein Mensch, begreift doch, es gibt ein himmlisches Konto und du hast ein Konto. Und da sollst du mal gucken, wie viel da du drauf hast. Hast du mal schon mal geguckt? Hast du mal einen Check gemacht? Wie viel du da drauf hast? Ja, sammelt euch Schätze im Himmel, hat Jesus gesagt. Das sind ja nicht meine Worte, Jesus hat das gesagt. Sammelt ihr doch Schätze im Himmel. Ja, das wird ein ewiger Bestand haben. Denn ihr seid gestorben. Ja, hoffe ich mal, dass wir wirklich in dieser Welt ja gestorben sind für Sünde und Ungerechtigkeit. Und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ja? Wir haben ein inniges Leben mit Christus verborgen. Da der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in der Herrlichkeit. Dann wird er sichtbar werden, das, was wir im Herzen tragen. Jetzt unterscheiden wir uns ja vor allen anderen Menschen nicht. Wir sind alle gleich wie die anderen Menschen. Aber dann wird es einen riesengroßen Unterschied geben zwischen denen, den Jesus angenommen hat, zwischen denen, der zur Familie Gottes gehört und nicht. Hallo, ihr Lieben. Und es wird ein riesengroßer Unterschied. Tötet neuer Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, Götzendienst, diese Dinge will kommen, der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ja? Unter denen seid auch ihr eins gewandelt, als ihr in diese Dinge lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Also bitte, Zorn, Wut, Bosheit, dann redet doch lieber freundlich miteinander, lieber schreit doch nicht aufeinander, ja? Wir sind doch nicht Tiere oder so weiter, redet doch freundlich miteinander, das ist so wichtig, ja, dass wir das begreifen, dass wir das Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus unserem Mund wegtun. Da heißt es weiter, belügt einander nicht, ihr dürft ehrlich zueinander sein, ja, denn die Wahrheit macht uns, wer weiß das? Freier, ihr Lieben, das ist so wichtig. Den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt und den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, weder Deutsche noch
Amerikaner, noch irgendjemand. Beschnitten oder unbeschnitten, Barber, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles in allem. Ja. Und das ist so wichtig, ja, dass wir das begreifen. Ja, noch weiter, ja. Zieht nun als die Auserwählte Gottes, was sollen wir denn anziehen? Das sind alles uns, ja, Verpflichtungen, die wir haben, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ihr Lieben, seid geduldig bitte, auch jetzt, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ja, wenn da euch jemand zu nahe kommt, nicht, dass du ihn gleich auf die Rübe haust oder so, ja, dass er zu nahe gekommen ist. Sei nett und freundlich, ja. Aus auserwählten Heiligen, Geliebten, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das ist, ihr Lieben, das, was Gott einfach uns von uns erwartet, von seinen Kindern. Ertragt einander, nochmal zurück, ertragt einander, das ist so wichtig. Schubst du mal deinen Nachbar, hallo, ertragt einander und vergebt euch. Ja. Gegenseitig, wenn eine Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, und er hat uns, ihr Lieben, viel mehr vergeben, als wir einander vergeben müssen, oder? Also, ja. Wenn wir Klagen haben, einander vergeben, so auch ihr. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Weiter. Und der Friede des Christus regiert in eure Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid. Das ist so wichtig, dass Gott uns einen ganz anderen Frieden gegeben hat und dass wir uns auch durch diese Umstände nicht in Unfrieden mitreißen lassen. Ihr Lieben, wir haben doch trotzdem Frieden in unserem Herzen. Das ist so wichtig, oder? Ich denke doch nicht, dass jemand Angst hat, was passieren wird. Ich habe euch schon gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir sterben und sind wir bei Jesus, oder? Ist doch nicht so schlimm, oder? Also von daher haben wir doch Frieden im Herzen, brauchen wir keine Angst haben. Und vor allem seid für alles dankbar. Das Wort Christi wohne reichlich in euch, in alle Weisheit lehrt und ermahnt euch. Und das ist das, was ich euch tue. Deswegen lese ich so gerne Bibelstelle. Meine Frau sagt, du hast wieder zu viel gelesen. Aber ich lese es so gerne, weil das Wort Gottes, ihr Lieben, das hat diese Kraft, dass meine Worte nicht diese Kraft haben. Deswegen ist das Wort Gottes lebendig, ihr Lieben. Ja? Und es korrigiert uns, ja, auch jetzt, ja, wenn wir das lesen, korrigiert uns jetzt, ja, irgendwo, wo wir vielleicht abgleiten. Wohne reichlich in euch, ja, und alles, was ihr tut, im Wort oder im, ja, danke, in euch. Weisheit lehrt, ermahnt euch gegenseitig, Psalmen, Loblieden, geistliche Lieder, das ist danke für diese wunderschönen Lieder, was wir heute gehört haben, oder ist ein Applaus wert, ja? Ja, finde ich ganz interessant. Ist doch wunderbar, dass wir uns gegenseitig ermutigen dadurch, ja, ob das durch Wort oder durch Psalmen oder Loblieder, geistliche Lieder, singt Gott in eurem Herzen und in Gnade seid, ja, singt das einfach. Und der Friede Christi regiere in eurem Herzen, ja, und alles, ja gut, weiter, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das sind Verpflichtungen, die wir gegenüber unseren, ja, unsere Mitmenschen auch haben. Wichtig ist noch ein Punkt vielleicht, ja, wir haben einen geistlichen Anteil an seinem Leib. Es gibt eine Einheit des Leibes Jesu Christi. Wenn wir das Passamal betrachten, ist sehr interessant, wenn wir das Passamal betrachten, das Passamal in Ägypten, das lesen wir ja in 2. Moses, in Kapitel 12, wo Gott gesagt hat den Israeliten, sie sollen ein Lamm schlachten und dann die Seitenpfosten und die Oberschwelle mit dem Blut, ja, bestreichen. Da wissen wir ganz genau, dass alle Familien damals wurden auf alle Ebenen gestellt. Es spielt keine Rolle, ob da jemand reich gewesen ist oder reich oder arm gewesen ist, ob er jemand angesehen war oder andere nicht. Jemand ein schöneres Haus hat und der andere nicht. Alle diese Menschen damals wurden auf gleiche Ebene gestellt. Das Blut war das Zeichen, dass der Tod an ihnen vorbeigeht. Es spielt überhaupt keine Rolle, was es für Menschen war. Nehmen wir mal an, es waren vielleicht Israeliten, die sagten, das mache ich nicht, ich bestreiche einfach die Pfosten oder die Eingangstür nicht mit dem Blut. Was ist dann passiert? Dann ist der Tod einfach reingegangen. Wenn es aber ein Ägypter war, nehmen wir mal, es war ein Ägypter, jemand von denen, die das gehört hat, und die haben das Gleiche gemacht. Was ist dann passiert? Ist da der Tod vorbeigegangen? Ja, es spielt keine Rolle, wir haben das auch gelesen, keine Rolle, Jude oder Grieche, wer das auch immer ist.
Wir haben alle gleichen Anteil, obwohl wir unterschiedlich ein bisschen sind, aber was bezüglich der Rettung betrifft, was bezüglich des Schutzes betrifft, befinden wir uns alle auf einer gleichen Ebene. Das Blut des Lammes, Jesus Christus, hat es ermöglicht, dass wir zu seiner Familie gehören. Das Blut an den Türpfosten und an der Schwelle oben, ja, war das Zeichen, wo der Tod einfach vorbeiging. Es spielt überhaupt keine Rolle, wenn jemand sagt, ja, ich dichte mein Haus auch so ab, da kommt nichts anderes herein oder ich schließe das ab. Das hat alles nichts geholfen. Es spielte überhaupt keine Rolle, wer das war, sondern es spielte nur eine Rolle, wenn er das Blut an der Eingangstüre hatte. Wir haben zusammen alle den gleichen Anteil an der Rettung. Und keiner von uns kann rühmen, dass er besser ist wie der andere. Hallo? Durch das Blut des Lammes Jesu Christi und nur durch das Blut des Lammes haben wir die Möglichkeit, zu der Familie Gottes zu gehören. Gott hat uns einfach auf eine gleiche Ebene gestellt. Und ich werde in dieser Nacht durch Ägypten gehen, heißt es, hat Gott ja auch gesagt, aber das Blut soll für euch ein Zeichen sein. Wir sprechen ja von Zeichen des Blutes, ja, das uns die Rettung bringt an euren Häusern. Wenn ich das Blut sehe, gehe ich einfach vorbei. Ja. Das war damals ja prophetisch schon auf das Neue Testament, auf das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt, auf Jesus. Nur auf die Grundlage des Blutes, ihr Lieben, haben wir die Möglichkeit, zu der Familie Gottes zu gehören. Haben wir die Vergebung unserer Schuld empfangen. Amen. Nur auf der Grundlage, auf keine andere. Das kann man nicht mit Geld kaufen, da hat man keine andere Möglichkeit, kein anderes Vorrecht. Die Grundlage des Passamals war das Blut an den Türen, einfach auch damals. Die Grundlage unseres Teilnahme an dem Leib Jesu Christi ist das Blut Jesu Christi. Deswegen lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die erste Gemeinde damals diese vier Säulen hatten und eine von den Säulen waren, ja, wer weiß das? Das Brechen des Brotes. Ja. Sie verharrten in Apostellehre, Gemeinschaft, in Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das war eine Grundlage für damals, für die erste Gemeinde. Das spielt jetzt keine Rolle, wie oft das getan wird. Das heißt ja, so oft ihr das auch tut. Wenn jemand das auch jeden Monat macht oder zweimal im Monat oder dreimal oder manche machen das auch einmal im Jahr. So oft jemand sich das festlegt, spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Sondern es geht darum, das, was Jesus getan hat, nicht das, was ich tue, sondern wie ich erinnere mich, das, was er für mich getan hat. Das war eine von den vier Säulen in der Gemeinde in Apostelgeschichte 2,42. Ein anderer Punkt ist sehr wichtig, dass wir den Leib Jesu Christi richtig beurteilen. Ich befürchte, dass heute mancher nicht richtig versteht, was das Abendmahl bedeutet. Ja. Lass uns mal 1. Korinther 11 mal gemeinsam lesen. Das ist eine bekannte Stelle. Apostel Paulus war ja keiner von den Jüngern Jesu, sondern er hat das aus einer persönlichen Begegnung mit Jesus empfangen und er übergab es, ja, auch weiter in 1. Korinther 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, was er mündlich mal schon erzählt hat. Jetzt hat er es aber schriftlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der überliefert wurde, Brot nahm und dass er gedankt hatte. Es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das überliefert Apostel Paulus, ohne dass er mit Jesus als Apostel war, sondern er hat eine Offenbarung direkt von Jesus bekommen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert war, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert ihr euch daran? Weiter bitte. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Weiter. Geht's weiter? Der Mensch, ja richtig, ja. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Ihr Lieben, beim Abendmahl prüfen wir niemand. Ja?
beim Abendmahl prüft jeder sich selbst, auch diejenigen, die auch uns zuschauen. Es ist ganz wichtig, dass du dich selbst auch prüfst. Ja? Also esse von dem Brot und trinke von dem Kelch, denn wer isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Und ich befürchte, dass manche nicht richtig den Leib des Herrn beurteilen. Es geht hier nicht um das Beurteilen des Blutes des Lammes Jesus, sondern es geht um das Beurteilen des Leibes, nämlich des Leibes Jesu Christi und auch des Leibes der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Deshalb sind sie viele unter euch schwach, krank, ein guter Teil sind entschlafen. Ja? Ich möchte nicht, dass unter euch jemand krank wird. Hallo? Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir ein bisschen darauf Acht geben. Das Abendmahl ist nicht zur Vergebung der Sünde da, sondern zur Erinnerung für das, was Jesus bereits für uns getan hat. Hallo? Das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Die Korinther haben in manchen Hinsichten den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Und die hatten manche Probleme, das beschreibt Apostel Paulus. Er sagt zum Beispiel in 1. Korinther 8, seht zu, ihr lieben Geschwister, dass eure Freiheit nicht zum Anstoß der anderen werde. Es geht zuerst mal das Beurteilen für das, was er getan hat, selbst als Jesus. Ja? Und auch meine Verpflichtungen meinen Geschwister gegenüber, das heißt dem Leib, weltweiten Leib Jesu Christi, und auch meinen Geschwister gegenüber, die heute zum Beispiel auch jetzt da sind. Und in manchen Hinsichten haben die Korinther Probleme damit gehabt. Die Korinther war die ihre Freiheit wichtiger als das Wohlergehen mancher Geschwister. Ja? Und dann sagt Apostel Paulus, seht zu, dass eure Freiheit nicht ins Schwache zu einem Anstoß wird. Ja? Das heißt, ich kann machen, was ich will. Ist mir völlig egal, was willst du? Ich habe meine Meinung. Nein, nein. Wir müssen begreifen, dass wir uns in einem Leib befinden. Ja, und ich kann gegen meinen eigenen Leib nicht sündigen, das geht gar nicht, sondern ich muss darauf Acht haben. Wenn jemand die Erkenntnis hat, einen Götzentempel zu Tisch liegen, sagt er, soll er aufpassen auf das Gewissen des anderen, wenn er das Götzenopfer isst. Durch die Erkenntnis kommt der Schwache der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist, und du bist dann verantwortlich, ja, wenn das du sagst, mir ist völlig egal, ich habe meine Meinung, kann mache ich, was ich will. Nein, sondern wir haben Verpflichtungen. Wir müssen den Leib Christi richtig beurteilen, ihr Lieben. Wenn ihr aber gegen den Bruder oder gegen die Schwester sündigt, sündigt ihr gegen den Christus, gegen den Herrn. Ja? Das ist wichtig, dass wir das begreifen. Dann sagt er, darum, wenn meine Speise meinen Bruder ärgert, will ich es einfach auch aufgeben und nicht essen. Das heißt, es ist wichtig, dass ich Rücksicht nehme gegenüber meinen Geschwistern, die auch zu dem Leib Jesu Christi gehören. Kommt ihr mit, ihr Lieben? Ja? Das ist, wenn ich vernünftig den Leib Christi einschätze. Ja, wir gehören ja zu dem Leib Christi, und zwar jeder Einzelne. Und jeder Einzelne von uns hat ja verschiedene Art und Meinungen. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, da gehe ich zu meinem Auto, hole ein Schnäpsle raus und trinke jetzt vor allem Hallo, ja, zum Wohle, so, es tut mir gut, meine Magen und so weiter. Ja. Oder ich hole mal eine Zigarre und rauche hier vor allem. Guck mal, ich habe die Freiheit, ich kann machen, was ich will. Nein, 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 ihr Lieben. Wir haben Verpflichtungen gegenüber den anderen Geschwistern. Auch wenn wir über manche Lasten kämpfst, musst du halt gucken, dass du andere nicht damit verletzt. Sonst sündigst du an Christus. Das sind nicht meine Worte. Das ist hier richtig, was hier Apostel Paulus das Problem bei den Korinther gesehen hat. Es geht darum, dass wir den Leib Christi richtig einschätzen. Die Korinther hatten noch ein Problem. Einige Korinther waren gegenüber den armen Geschwistern nicht nett und freundlich, sondern haben sie einfach erniedrigt. Ja? Da heißt es, wenn ihr zusammenkommt, dann haben sich manche richtig vollgesoffen, vollgegessen, ja? Wobei die anderen nichts mehr gekriegt haben. Ja? Und das ist einfach, wenn wir gegenüber unseren Geschwistern und dem Leib Jesu Christi auch, die dazugehören, dann sagt er, ihr habt doch Häuser, ihr könnt doch euch zu Hause essen. Verachtet die Gemeinde Gottes und beschämt sie und beschämt diejenigen, die so viel nicht haben, wie ihr das habt und so weiter. Ja?
Das hat, man hat Gruppierungen gemacht, Unterschied gemacht, und das soll einfach im Leib Christi nicht so sein. Hallo? Man sollte den Leib Christi richtig beurteilen. Die hatten noch ein kleines Problem. Manche waren neidisch auf die Gabe der anderen. Ja, du bist der Chef hier. Nein, wir sind kein Chef hier, weder ich noch Michael. Ja, Jesus ist unser Chef und bleibt, wir sind nur die geringen Diener Jesu Christi. Ja, und deswegen heißt es, wenn du etwas, wenn du eine andere Aufgabe hast, dann bist du nicht niedriger wie der andere. Gibt es nicht im Reich Gottes Höhe oder niedriger. Ja, wir sind alle Geschwister untereinander. Wenn ein Ohr spreche, ich bin kein Auge, gehöre nicht zum Leib, bin ich geringer. Nein, nein, niemand ist von uns geringer und niemand ist höher, ihr Lieben. Hallo, umgekehrt, wenn jemand höher sein möchte, der soll am meisten in der Gemeinde tun, oder? Das Wort hat Jesus gesagt. Der Mohr soll das meiste in der Gemeinde tun, ja. Wer? Der soll dienen. Ja, der soll dienen. Jesus hat auch das gezeigt. Wenn alle ein Glied wären, dann wäre ja der Leib nicht da, sagt Apostel Paulus. Deswegen sollen wir den Leib Jesu Christi richtig beurteilen. Und da hat Gott auch den Schwächeren besondere Ehre gegeben, und dass wir auch untereinander den Leib Christi richtig einschätzen. Beim Abendmahl stellt Jesus uns alle auf eine gleiche Ebene. So wie damals in Ägypten alle auf eine Ebene gestellt worden sind, so auch wir genauso. Da ist weder jemand hoch noch niedrig gewesen. Jeder war abhängig von dem Blute, was er vor der Tür hatte. Das hatte ihn beschützt und bewahrt und auch uns. Wir sind alle von der Gnade Gottes abhängig. Das müssen wir verstehen und auch den Leib Jesu Christi richtig einschätzen. In Petrus schreibt uns, denn es ist geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr das als Vater anruft, der ohne ansehende Person nach einem jedem Werk richtet, so wandelt ihr der Zeit eure Fremdlichschaft in der Furcht. Wir sind ja hier Fremden. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitel von Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren, wer weiß das, Blute des Lammes Jesu Christi. Niemals nicht vergessen. Ohne Flecken, ohne Fehler. Er ist zwar in Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden euren Willen. Ich muss mich wundern, wie Jesus überhaupt das aushalten konnte, wenn er schon von Grundlegung der Welt wusste, was für einen schrecklichen Tod ihn erwartet. Wenn wir schon morgen wüssten, was auf uns zukommt, ich denke, ich würde die Nacht heute niemand mehr schlafen können. Jesus hat aber von, bevor die Welt erschaffen worden ist, sich mit den Gedanken quälen müssen, dass er diesen schrecklichen Tod am Kreuz stirbt. Schon das kann einen Menschen den Tod bedeuten. Was für eine Qual musste er erleiden, dass er voraus wusste, was er für uns tun muss, um uns zu versöhnen mit sich selbst. Von Grundlegung der Welt, am Ende der Zeit offenbart worden, euren Willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und in Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein sollte, schreibt Petrus. Da ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchter Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ihr Lieben, das ist sowas wichtig, dass wir nicht gleichgültig darüber hinwegsehen. Man gewöhnt sich manchmal an manche Dinge, auch an das Abendmahl. Und das wird dann selbstverständlich. Und das ist ein Problem für uns Menschen, dass wir an manche Dinge uns gewöhnen, wo wir eine Begeisterung haben. Besonders wenn Kinder ein Spielzeug bekommen, dann sind sie so begeistert und spielen damit. Und dann siehst du, die schmeißen das in die Ecke weg. Das ist keine Bedeutung. Das soll nicht so sein für das, was Jesus für uns getan hat. Es soll immer wieder eine Erinnerung danach immer ein dankbares Herz haben und dass wir auch bezüglich der Einstellung ihm gegenüber, seinem Leib gegenüber, auch dem Leib Jesu Christi, als meine Geschwister nicht gleichgültig sind, sondern dass einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Das sind einige Erinnerungen, die ich euch einfach auferlegen möchte
Zum Schluss ist wichtig auch, dass das Abendmahl nicht zur Vergebung der Sünde ist, sondern das Abendmahl, wenn jemand auch heute mit uns zusammen das Abendmahl nehmen möchte, das Abendmahl ist zur Erinnerung da. Und wenn wir das einfach leichtsinnig zu uns nehmen, das kann uns Krankheiten bringen und das möchten wir nicht. Deswegen ist wichtig, dass wir, bevor wir zum Abendmahl gehen, dass wir einfach die rettende Gnade oder die reinigende Kraft des Blutes Jesus in Anspruch nehmen. Das ist sowas von wichtig. Aber da möchten wir einfach gemeinsam, lass uns mal gemeinsam aufstehen und dann lass uns mal gemeinsam beten, dass wir uns einfach vorbereiten auf das Abendmahl, indem wir das in Anspruch nehmen, was Jesus für uns getan hat, dass er sein Blut vergossen hat. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von wie viel Ungerechtigkeit? Von aller Ungerechtigkeit. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Opfer deines Sohnes Jesus, für das, was du für uns getan hast und dass wir uns daran erinnern dürfen und dass wir es nicht leichtsinnig zu uns ja, nehmen, das Abendmahl, sondern dass wir erinnern uns, was du getan hast und was für einen Preis du dafür bezahlt hast und dass wir die Möglichkeit haben, durch das Blut gereinigt zu werden, dass du uns wieder auf diese Stelle stellst, indem du uns heiligst und reinigst durch das Blut des Lammes Jesu Christi. Ja, und das kannst du einfach tun, wenn du jetzt mit uns das Abendmahl nehmen möchtest, kannst du ein einfaches Gebet sprechen. Vielleicht sprechen wir das gemeinsam. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Opfer. Danke dir, dass dein Blut uns von jeglicher Schuld frei macht und dass es uns würdig macht, vor dir zu stehen. Herr, wir bitten dich, dass du uns vergibst, dass du uns reinigst aufs Neue, wo wir uns schuldig gemacht haben, uns versündigt haben. Wasch uns durch dein Blut. Wir möchten, dass wir gesund sind. Wir möchten, dass Kraft in uns fließt, durch diese Gemeinschaft des Abendmahls und auch untereinander. Danke für deine rettende Gnade, für das Blut Jesu Christi. Halleluja. Habt ihr noch ein Lied oder zwei? Oder gehen wir gleich zum Abendmahl? Habt ihr noch ein? Abend, dann nehmen wir Abendmahl. Ja, ihr Lieben, ja, wenn ihr schon steht, dann nehmt mal, ja, vorsichtig bitte beim Aufmachen, ja. Zuerst mal diese obere Folie, dünne Folie, ja, sonst bekleckert euch, so wie ich das gemacht habe. So, der Herr Jesus in der Nacht, wo er verraten nahm, das Brot dankte und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis, hat er gesagt. Das gleiche nahm er auch den Kelch und sprach, das ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr davon trinkt, ja, sollt ihr das Herrn dort verkündigen. Danke dir, Herr Jesus, dass du dein Leib für uns hingegeben hast und dass du durch deinen Tod uns versöhnt hast mit dem Vater und dass wir jetzt noch immer diese Gnadenzeit haben, immer noch diese offene Tür haben. Jeder kann eintreten. Jeder kann Gemeinschaft mit dir haben. Herr, und wir danken dir, dass du durch deinen Tod nicht nur die Rettung für uns, sondern auch Heilung gebracht hast. In deinen Wunden sind wir geheilt und das nehmen wir jetzt gemeinsam in Anspruch, auch für den Hartmut. Ja, der jetzt dort in Reha ist, dass du ihn wiederherstellst, Herr Jesus. Wir sind verbunden im Geiste durch dein Leib, Herr. Und wir danken dir dafür, dass auch jetzt in unseren Körper, in unsere Seele und Geist neue Kraft fließt, heilende Kraft, Herr Jesus. Auch die, die uns einfach jetzt zusehen, wenn jemand krank ist, ja, und jemand schwach ist, darfst du das einfach in Anspruch nehmen. Er lud auf sich alle unsere Schmerzen, auch alle unsere Krankheiten. Danke, Herr, für die Kraft der Befreiung, nicht nur von Sünden, sondern von Krankheiten, von allen Problemen, Herr. Und dass wir das jetzt gemeinsam in Anspruch nehmen. Danke für deinen Leib, der hingegeben worden ist, für die ganze Menschheit und dass jeder die Möglichkeit hat, das in Anspruch zu nehmen. Wir segnen das Brot sinnbildlich aus der Leib Jesu Christi. Name Jesu. Amen. Der Leib Jesu Christi für dich.
Das gleiche tat er auch mit dem Kelch und sagte, das ist ein neuer Bund, neuer Vertrag, übersetzt das der Luther, zwischen uns und ihm. Und dieser Vertrag gilt auf alle Zeiten. Ja, er zieht ihn nicht zurück. Wir sind Bundespartner und gehören zu ihm. Herr Jesus, wir danken dir für die Kraft des Blutes. Wie Petrus sagt, wir sind teuer erkauft worden. Sehr teuer erkauft. Nicht mit Silber und Gold, sondern mit dem Blute des Lammes Jesu. Wie Johannes sagte, der Täufer, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Du trägst alles für uns, hast getragen für uns alles, Herr. Danke, Herr, dass wir uns erinnern dürfen, dass das Blut uns alle auf eine gleiche Ebene stellt. Niemand hat mehr Vorrecht oder weniger. So wie das Blut damals alle beschützt hat, so ist das Blut heute unser Schutz. Ja, und es ist unser Siegel zu unserer Rettung. Danke für das Lamm, welches geschlachtet worden ist. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du dich hingegeben hast am Kreuz auf Golgatha. Über 2000 Jahre erinnern wir uns immer wieder daran. Herr, mach unser Herzen immer wieder dankbar für das, was du für uns getan hast. Es hat es uns ermöglicht, zu deiner Familie zu gehören, auf alle Ewigkeit. Danke für dein vergossenes Blut. Wir segnen einfach diesen Kelch im Namen Jesu Christi, das Blut des Lammes für dich vergossen. Amen.